liebe Freunde, da bin ich wieder. Es geht weiter. Oh, wir müssen uns... Oh, Bleib zurück, dunkle Gestalt. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe mal ein paar kleine Einstellungen gemacht. Ja, was für ein Zufall. Natürlich hat er wieder alles umgestellt. So, das reicht völlig aus. Musik muss nicht so laut sein. Soundeffekte müssen auch nicht so extrem sein. Du lässt mich mal ganz geschmeidig in Ruhe. Du kommst mir nicht hinterher. Okay, gut. War da jetzt ein Scherger drin? Hallo. Oh, 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 oh. Oh, oh, das ist jetzt ganz schlecht. So, okay, ich glaube, einen Schaden habe ich verloren. Ja, genau, er hat einen runtergeschluckt. Und... Stopp, okay. Oh, ich diese Viecher hasse. Die muss ich zu Teil selbst erledigen. Na, greift sie an. Natürlich, das schaffen sie nicht. Die sind potthässlich und die verfallen trotzdem... Ihr Charme oder S. Man kann es nicht mal als sie bezeichnen. Oh Mann, ey. Vor allem mit einer männlichen Stimme dann auch noch, war. So. Den einen, den wir verloren haben, holen wir uns jetzt nochmal raus. Und wir gehen diesen Weg entlang. Warum auch immer er zwischendurch irgendwie aufgestanden ist. So, das meinte ich. Da haben wir nämlich noch ein paar hässliche. Weitere Lichter, holt sie euch! Oh, ja. Oh, und ja, genau, die klauen die Seelen. Oh, seid ihr blöd, ey. Ihr seid so dämlich. 4 Stück sind jetzt im Wasser ersoffen. Oh, warum? Ich habe jetzt übrigens die Steuer ein bisschen umgestellt. Dass die scheiß Maki-Tasse nicht mal alt ist. Wie dämlich sind das? Also manchmal verstehe ich nicht, wie diese Entwickler auf so eine blödsinnige Steuerung kommen. Ach so, ich darf ja durch Wasser gehen. Ja, tötet ihn! Oh mein Gott, ey. So, kann ich mir nochmal weitere 4 rausholen, damit ich die gleich wieder ersaufe im Wasser? Oh, eine Falle. Ist ja... Die sind ja richtig tricky. Eure Braunen können euch nicht folgen, Herr. Lasst sie zurück, dann kehren sie in die Unterwelt heim und ruhen sich aus. Ja, also man soll... was war denn das eben? Ich höre das nicht. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Vielleicht klemmte wieder angeblich die rechte Taste fest. So, hier sind haufenweise Seelen, das finde ich schön. Eigentlich geht es recht schnell, weil sie einfach in Massen auftauchen. Die Spitzenhüte des Untergangs! Das ist geil. Unsere Roten! Was? Überhaupt? Ich habe die Roten noch nicht gesehen, aber er hat sie schon gesehen. Ich wollte mir erstmal diesen Kristall schnappen. Aber es war klar, dass wir hier die Roten bekommen. Ach, da sind sie. Ich glaube, die sahen hier ziemlich cool aus. Kommt doch raus. Naja. Das ist natürlich klar, dass sie sich wohlfühlen. Aber vorhin in einen Wald fühlen sie sich wohl. Na gut, die brennen da alles nieder. Ja. Oh, wie sich freuen. Die kleinen Feuerteufel. Ihr müsst noch immer das rote Schergenest finden und in die Unterwelt zurückbringen. Erst dann könnt ihr außerhalb des Heiligtums Rote herbeirufen. Achso, das konnte ich jetzt gerade gar nicht. Ich dachte, man konnte. Ja, Rote sind für mich immer, sag ich mal, ziemlich wichtig, weil sie eben halt gut als Fernkampf noch zu gebrauchen sind. Hier sind sie, glaube ich, doch fast noch nützlicher als im ersten, finde ich so direkt schon. So, wir gehen erstmal kurz hier lang. Ja, ich sehe sie. Ich hasse diese Viecher. Na, es kommt raus.
Ach ja, da kam ja nur mein Schergen raus. Und sich auch gleich geschnappt. Stimmt ja, die kamen nur bei Schergen raus. Aber ihr seht ja, wie stark die Roten sind. Naja, ist ja Pflanze halt, wa? Und die kriegt man so schön viel Gold. Nur durch diese Zerstörung hier. Finde ich richtig cool. Na, macht mal ruhig weiter hier. Nicht aufhören. Und wir brauchen auch halt viel Gold. Ist halt so. So. Zerstören wir mal die Kissen. Die sind halt wahrscheinlich gar keinen. So, hier sind Tränke. Die brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Die sind ja bloß instant. Oh yes. Bitte einmal drüber, Fee. Und... Ah ja. Na, kommt schon. Braucht 1000 von euch. Na, komm her, komm her. Du musst hier lang. Also, macht ihr mal was? Danke. Hier sind... haufenweise Schnecken. Ich dachte, die geben eigentlich Leben. Eigentlich gar... Haben sie einen Anfang? Das rote Nest, Meister. Ja. Hast du schon gesehen? Oh, yes. Und... Es... Oh... Alle tot. Krass. Die sind so dämlich. Oh, oh. Ja, die Feuerigen sind ein bisschen anders. Dadurch, dass sie einen Fernkampf machen. Voll brutal verbrannt. Sind sie natürlich ein bisschen gefeiter gegen die, weil sie können ja nur ihren Zauber auf der Nähe anwenden. Zauber. Zauber der Hässlichkeit. Und meine Schergen sind so dämlich. Irritiert mich jedes Mal, dass sie weibliche Geräusche machen, obwohl sie zwischendurch männlich reden. Aber gut. Es ist egal, ich ignoriere es einfach. Bitte kommt hier alle rauf. Danke. Oh, verdammt, falscher Knopf, genau. Oh, das verbraucht jetzt Mana, kann es sein? Das verbraucht, glaube ich, jetzt auch Mana. Wow, scheiße. Ah, verdammt. Okay, hatte ich Glück? Nein, ich hatte nicht... Doch, ich hatte Glück. Oh, ich hatte verdammtes Glück. Ich glaube, es sind sowieso jetzt immer unendlich. Wow. Okay, mit... Wenn ihr jetzt die Roten habt, können euch die Nymphen nicht mehr aufhalten. Röstet dieses aufdringliche Gemüse. Einfache Kombination. Und super Kombination. Oh, ich liebe es. Geht einwandfrei. Danke. So. Muss man ganz kurz aufpassen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die meinen Roten angreifen kann. Meine Roten. Ich glaube eigentlich nicht. So. Auf die Knospe. Und das war's. Schön. Mann, drück immer noch einen falschen Knopf. Das verbraucht schon so mal. Einfach nur zum Benutzen. Ist aber, finde ich, eine Sache, die nutze ich eigentlich so gut wie nie. Ja, vielleicht kann ich es ja mal machen, hier jetzt ein paar... ein paar... Sklaven zu holen. Ihr gehört nicht hierher. Verlasst diesen Ort sofort, oder ihr werdet den Zorn unserer Königin Fea erleben. Ich kann dich nicht übernehmen. Schade. Schnapp ihn dir. Was zum... Ja, er ist ein Schlüsselcharakter. Daher geht das nicht. Und wir zerstören ihn erstmal ihr Heim. Ja, das bringt hier eigentlich was, soweit ich weiß. Ja, genau, das meine ich. Haufenweise Gold. Na, macht mal mit. Oh, ups, tut mir leid. Das klang jetzt irgendwie nicht ganz ehrlich, oder? Okay. Ah, die Nerven, ey. Echt. Wie heißt der Typ hier nochmal? Der hat richtig. Ich glaube, der hat auch einen richtig schwulen Namen gehabt. So. Ah, verdammt! Ich habe was vergessen.
Diese Ständer kann man nämlich zerstören. Kann ich nochmal runterfahren? Na, sammelt ihr das auch? Oh, faules Gesicht. Bitte? Danke. Die Dinger kommen nämlich in der Regel, nämlich genau, diese Kristalle. In der Regel. Na gut, diesmal nicht. Okay. Aber wie gesagt, in der Regel kommen da noch Kristalle. Da waren eben wieder ein paar Elfen. Aber... Vorsicht, Herr! Rote Schergen sind nicht so robust wie braune. Setz den Gegner zunächst mit den braunen zu und lasst ihn dann von den roten grillen. Alter, du hast... Hallo? Okay, wartet, wartet. Tötet ihn nicht gleich. Wenn der jetzt... Egal. Wie kann ich den nicht übernehmen? Egal. Aber ich werde die ganzen Bauern hier übernehmen. Konnte ich die nicht übernehmen? Mein Gott, was willst du? Bam. Es wird, glaube ich, am Ende auch nochmal richtig schwer. Ich glaube, ich so eine Erinnerung, so einfach wartest. Das ist hier immer, diese Störung ist manchmal ein bisschen noch schlimmer, glaube ich, als im ersten Teil. Die machen auch nicht viel Schaden, wie ihr seht. Okay. Keine Ahnung, wo der andere schon wieder festhängt. Ja, und wo hängt schon wieder einer fest? Und das passiert mir in dieser Ebene eigentlich immer. Ich glaube, der ist schon da unten. Ja, der ist tot. Er ist einfach runtergerannt. Er ist so dämlich. Nein. Hä? Eben wurde er mir abgezogen. Da ist er wieder. So, ihr kommt jetzt nicht her und verteidigt eure Leute hoffentlich. Na, lasst sie schön im Stich. So wie es sich für euch gehört. Ne, bleibt mal stehen, Kumpel. So. Jetzt habe ich meinen eigenen Elfensklaven. Vorhin, das muss eine andere Art von Elf sein, weil eigentlich haben wir sie ja, wenn ihr euch noch erinnern könnt, so gut wie die Art ausgerottet. Weil wir ja die Frauen umgebracht, also nicht gerettet haben. Wir haben sie ja nicht mal umgebracht. Wir haben sie einfach nicht gerettet. Und damit ist eigentlich ja klar, dass sie nicht leben können. Bauer, greif ihn an! Er greift ihn nicht an. Verstehe ich nicht. Mein eigener Bauer und du bleibst stehen. Ich muss dein Gehirn zum Mus arbeiten. So. Und du auch. Und ich glaube, wenn ich sie übernommen habe, dann kriege ich einen Teil nämlich meines Mana zurück. Toll, jetzt reicht es natürlich nicht aus. Ich kann auch nur eine gewisse Anzahl übernehmen. Oder? Könnte ich alle übernehmen? Das ist gerade gar nicht. Hier, eine Kiste ohne Gold? Toll. Eigentlich helfen die einem auch, aber irgendwie stellen die sich ziemlich blöd, Alter, an. Ah, ich habe ja genug Mana. Ich sehe. Hier, ich will einen männlichen Namen. So, ich glaube, ich muss immer kurz vor dem Tod die haben. Ich bin mir aber nicht sicher. So war das eigentlich, glaube ich, die anderen Mal. Sonst habe ich das. Funktioniert das immer nicht. Bleib stehen! Oder konnte ich so viele nehmen, wie ich wollte? Nee, ich glaube, an einem gewissen Zeitpunkt lassen sich halt einfach nicht mehr übernehmen. Ja, das ist jetzt nicht ausreichend viel Mana, aber gut. Ich nehme den mal einfach mit. Habe ich halt eine größere Truppe, aber naja. Ihr habt ja gesehen, wie toll, wie nützlich sie sind. Wie man es halt von Elfen kennt. Diese Fee hier heißt schon ein Zuckerpüppchen. Leider ist sie eine Fee.
Vor allem, wie sie schreiend wegrennt, aber trotzdem zu mir rennt. Wie dämlich muss man denn sein? So hohl. Oh, ich komme. Bitte übernehme mich oder mach was für mich. Lassen wir dieses schlechte Karma hinter uns zurück. Oh Gott, ey. Hat er sogar eine Waffe da inne? Nee, natürlich nicht. Nur seine Blödheit, die er gegen seine Feinde einsetzen kann. Vorsicht, sie ist ansteckend. So, während die das zerstören, röste ich mal noch ein weiteres Gehirn. Und dich auf. Guck mal, wie... Reicht das schon aus? Nee, es hat, glaube ich, nicht ausgereicht. Doch. Wieso nicht rein? Bleib stehen. Auch dein Gehirn will ich haben. Oh, kurz vor Tod. Oh, ihr seid schlecht. Oh, das ist nicht viel Gold. Oh, das ist nicht wirklich viel Gold. So, mehr war hier nicht. Ah, verdammt. Verdammt. Das war ja... Rüstungszeit ist okay. Sammelt mal ruhig ein. Aber war nicht mehr weitere. Ich habe alle bei mir. Das will ich auch noch haben. So, die heilen sich auch natürlich wieder. Ich meine, dass es da ein gewisses Maximum gab. Okay. Das ist komisch. Rennen mir schon so viele entgegen. Oh, yes. Aber das machen wir erstmal noch nicht. Ganz kurz erstmal alles zerstören. Das reicht jetzt, glaube ich, so viele hier. Ich glaube, dafür gab es dann später auch nochmal sowas wie eine Mini-Mission, was ich auch schon habe hier mit den komischen Spitzköpfen da. Naja, für den Overlord. Ah, sie sind so treu. Die Schergen sind wirklich treu. Weil sie dumm sind. Einfach nur deswegen. So. Die Harfe, was hat die für einen Effekt nochmal? Ich glaube, die verstärkt auch nochmal meine Schergen. Vor allem, guckt euch mal an, was hier rumläuft. Hier laufen auch noch Legionsleute rum. Oder wie die heißen. Na, stellt ab. Dieses ständige Klimper. Ihr habt eine Harfe gefunden. Ich glaube, Knödel ist schon ganz verrückt vor Freude. Aha, das ist ja toll. Dass sich Knödel darauf so freut. Okay, kann ich wieder einen steuern? Muss ich aber mal ganz... Ach so, okay, ich komme nur mit einer lang. Ich könnte jetzt einen Feuerring... Soll ich mal machen? Doch, ich will mal einen Feuerring da haben. Hab ich, glaube ich, noch nie gemacht. Okay, jetzt muss ich wieder einen dieser... Ja, da hatte ich auch schon mal, glaube ich, einen Bug gehabt. Ist ja dämlich. Ich habe schon gehofft, der kann noch was Cooles. Der kann ja bloß so dämlich zuschlagen. Ich will seine coolen Feuerbälle machen. Ich weiß auch. Was soll das? Meine Uhr klimpert wieder. Das heißt, auf Deutsch, der Part ist vorbei, Freunde. Aber ich mache den Imtern noch down. Genau. Und hier ist auch die Grenze. Man kann sehen, man hat immer nur eine gewisse Grenze, die man gehen kann. Und das wird dann dadurch halt markiert. Später wird es halt natürlich das Areal viel größer. Nicht so klein wie jetzt hier. Na toll, das bringt mir jetzt alles nothing. So gut wie, außer Rüstungsteile. Mann, ich will... So, wartet mal ganz kurz. Aber das funktioniert fast kaum noch immer. Das ist komisch. Okay, die kann das alles nicht gebrauchen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Also, ciao.